Hallo zum Wochenstart. Ich möchte dich einladen, an diesem ersten Wochenstart für 2020 vielleicht auch für dich so diesen Fokus und die Ausrichtung für dein 2020 ganz gezielt vorzunehmen. Und möglicherweise kannst du mit diesem Video einen Impuls finden, der dir da hoffentlich dienlich ist, um was immer deine Ausrichtung auch ist, das zu unterstützen. Für mich ist wirklich so auch dieser Fokus, das gern und ganz im Leben zu sein, um wirklich mich mit meinen Fähigkeiten, Talenten und Qualitäten zum Ausdruck zu bringen, etwas, wo ich einfach merke, das ist sehr zentral für das, dass mein Leben sich einfach gut anfühlen kann. Und auf dieser Reise geht es sehr stark darum, wirklich auch in eine Anbindung mit mir, in eine Anbindung mit meinen Gefühlen zu gehen. Und das ist auch der Fokus dieses Wochenstarts, weil ich dich einlade, die Kraft deiner Gefühle zu erkennen. Das mit den Gefühlen ist ja so eine Sache und ich möchte ein bisschen Bewusstheit schaffen und dich einladen, dich da zu beobachten, wie das denn bei dir ist. Denn es gibt zwei Dinge, die ich dir dazu sagen möchte. Ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Ich beginne bewusst mit der guten, um dir einfach auch Lust zu machen auf das, dass es auch eine Möglichkeit ist, tatsächlich. Die gute Nachricht ist, du hast als Mensch Gefühle. Wir alle haben die Möglichkeit, Gefühle zu erleben, Gefühle zu spüren und Freude, Angst, Trauer, Zorn, Wut, in alle Richtungen ist das Potenzial für Gefühle da als Mensch. Und das wiederum, jedes Gefühl hat eine Berechtigung, weil jedes Gefühl uns dazu einladet, eine Energie daraus zu gewinnen, um zum Beispiel ins Tun zu kommen. Und deswegen ist zum Beispiel auch Aggression etwas, was uns einladet, in ein Tun zu kommen. Wenn in uns irgendwo etwas ist, wo wir uns aufregen, dann kann uns das wirklich dazu anleiten und uns unterstützen, da ins Tun zu kommen. Und damit ist das Gefühlsleben ein Geschenk und darin liegt wirklich eine Kraft, wenn wir uns davon befreien, dass es etwas ist, was wir einordnen in positiv, negativ, das ist gut, das dürfen wir, das ist schlecht, das lassen wir weg und da haben wir uns unter Kontrolle. Ganz prinzipiell haben wir dieses Potenzial und da ist wirklich das Herz, ist da wie ein Katalysator. So spüre ich das, so erlebe ich das und so möchte ich dich auch einladen, das für dich wahrnehmbar zu bekommen. Die schlechte Nachricht, nicht nur ich, sondern auch du wurdest dazu wahrscheinlich eingeladen, dich unter Kontrolle zu halten und deinen Gefühlen irgendwo einen Raum zu geben, der nicht im sichtbaren Leben möglicherweise dann stattgefunden hat. Das heißt, wenn man weint, dann weint man, wenn dich niemand sieht. Wenn du wirklich mal auszuckst, dann ist es in einem Feld, wo dich hoffentlich auch niemand sieht und vielleicht nur die Allerengsten. Das heißt, wir lernen dann, unsere Gefühle weitgehend in Kontrolle zu haben und das ist auch das, was uns vorgelebt wird. Und vielleicht können wir ab und zu ein Lächeln aufsetzen und vielleicht kommt auch mal eine Träne. Aber das ist so etwas, was so ein Stück weit auch in unserem Gehirn produziert wird. Weil du musst dir vorstellen, Gefühle wirklich zu spüren und ihnen den Raum zu geben, ist eine Sache des Herzens. Wenn wir lernen, Gefühle nicht zuzulassen, dann lernen wir trotzdem oder haben immer noch die Idee, was es heißt, zum Beispiel glücklich zu sein. Wir haben eine Idee davon, was es heißt, zufrieden zu sein. Wir haben eine Idee davon, was es heißt, berührt zu sein und können dann wie so ein bisschen Beobachter unseres Lebens diese Gefühle spüren und wahrnehmen. Und es ist aber nicht in dieser Intensität, die vielleicht in uns eine Angst erzeugt, dass es uns überflutet und dass wir damit nicht zurechtkommen. Und in diesem Lernen, die Gefühle zu kontrollieren, lernen wir sehr stark auch Gefühle in unserem Gehirn zu produzieren. Das heißt, es ist mehr so wie gelernte Gefühle, gelernte Interaktionen, gelerntes Lächeln, weil man höflich sein möchte. Das heißt aber nicht nur, weil ich jemanden anlächle, dass ich das Gefühl habe, voller schöne Begegnung. Das ist nicht ein Gefühl. Und das ist sozusagen die schlechte Nachricht, wenn ich dir sage, die Kraft der Gefühle einzusetzen, gelingt oft nicht, weil wir zu sehr in unserem Denken sind, zu sehr
Kinder gelernt haben, mit dem Kopf durchs Leben zu gehen, was durchaus seine Berechtigung auch hat. Und da spreche ich als jemand, der wirklich auch sehr dankbar ist, dass er so einen starken Kopf hat, weil er wirklich auch so als ein Überlebensmodus, als eine Strategie in den Kopf zu gehen, sehr dienlich war. Und gleichzeitig möchte ich dich einladen, für dich mal zu hinterfragen, ob du das an dir beobachten kannst, dass du auch sehr stark in den Kopf gehst, wenn irgendwie Gefühle kommen, dass du mehr beobachtest, anstatt wirklich im Leben zu sein. Und 2020 darf und soll auch für dich ein Jahr werden, wo du das Gefühl hast, du bist so richtig voll und ganz im Leben und bist nicht nur Beobachter, Beobachterin deines Lebens, sondern du bist dort und kannst es spüren und darfst es spüren und es erschlägt dich nicht. Und wenn du für dich auch merkst, dass du jetzt vielleicht der Typ bist, der lieber im geheimen Kämmerchen irgendwie Tränen vergisst oder dem ganz viel Scham irgendwie hochkommt, wenn ein Gefühl ein Stück weit wie aus der Kontrolle gerät und du dann merkst, jemand bekommt das mit. Wenn du das kennst, dann lade ich dich ein, wirklich so in dein Herz zu kommen und dort einen Gefühlskatalysator zu aktivieren. Und wie das Ganze geht, ist etwas, was ich unter anderem auch in der Facebook-Gruppe Transform Stars anleiten werde, weil ich einfach so ein Bedürfnis habe, die Menschen zu erreichen, um da einfach so wie eine kraftvolle Basis zu schaffen von Vorbildern. Wir brauchen neue Vorbilder und du kannst ein Vorbild sein, de facto aber, was du damit jedenfalls leistest, ist, dass du gut für dich und dein Leben auch sorgst, wenn du in dein Herz kommst und in einer Herz-Hirn-Verbindung durch dein Leben gehst. Deswegen fühle ich da eingeladen in die Gruppe Transform Stars. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, eine, die mit Fragen zu beantworten ist, wenn du dort einsteigen möchtest, wo du wirklich eingeladen bist, die Fragen zu beantworten. Ich bin da wirklich auch so, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte einen Raum, der aktiv ist, wo du wirklich auch zur Aktivität eingeladen bist und für ein wertschätzendes Miteinander. Und für mich ist es schon so, dass ich weiß, dass eine Gruppe entsteht, die einander sehr kraftvoll dienlich sein ist. Und es ist keine Gruppe von Stalkern und es ist keine Gruppe, wo man sich irgendwie dann verstecken soll, sondern es ist eben eine andere Möglichkeit, anstatt jetzt auf dieser Gefällt mir Seite, wo man dann doch auch zögerlich vielleicht ist, irgendwie einen Kommentar zu schreiben, wie es einem selbst damit geht, möchte ich so einen geschützten Austauschraum auch schaffen und erzeugen. Deswegen fühle ich eingeladen, ich gebe den Link von der Gruppe dann auch noch in das Kommentar hinein und lade dich ein für jetzt, egal ob du in die Gruppe gehst oder nicht, so eine Ausrichtung für 2020 noch zu schaffen und ein Fundament für dich zu legen, wo du einfach sehr kraftvoll in das neue Jahr startest. Heute ist so der erste Tag nach den Rauhnächten, so deswegen auch für mich so der erste wirkliche Tag in 2020. Und für mich ist es schon auch etwas, wo ich immer wieder auch merke, das macht so einen Unterschied. Und ich habe bei der Mentaltrainerausbildung, das ist jetzt über 12 Jahre her, schon auch dort dieses Gefühl ist ein Motor. Nur davon dich mal zu befreien, dass du glaubst, du bist erschlagen, dass du die Gefühle nicht aushaltest, dass es dir zu viel wird, das ist wirklich so etwas, an dem man arbeiten kann und es ist einfach ein Geschenk und es ist so eine Möglichkeit und die möchte ich teilen und auch teilen in der Gruppe. Deswegen, ich freue mich, wenn du der Gruppe beitrittst und ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, gerne auch über den Messenger, wie es für dich aussieht, wenn du diesen Impuls aus dem heutigen Wochenstart aufgreifst. Vom Hirn ins Herz und gleichsam mit einem beherzten Hirn. Alles Liebe, eine schöne Woche. Wenn ich da ausschalten kann.